Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Im heutigen Video geht es um den wahrscheinlich kompaktesten Multiroom-Lautsprecher, den Sonos Play One. Angefangen mit dem Design und den physikalischen Merkmalen ist der Play One von Sonos optisch auf den ersten Eindruck sehr einfach und schlicht gehalten, wobei er jedoch durch die verwendeten Materialien und Verarbeitung sehr edel und hochwertig wirkt. Der Großteil des Gehäuses besteht hier nämlich aus einem durchgehenden Metallgitter, was einfach durch den Kontrast extrem stylisch wirkt und somit in beinahe jedem Raum unauffällig integriert werden kann. Mit einer Abmessung von 161x120x120mm ist er einer der kompaktesten derzeit erhältlichen Multiroom-Lautsprecher und bringt dabei trotzdem ein Gewicht von fast 1,9 Kilogramm auf die Waage, wobei man spätestens beim Hochheben merkt, dass es sich hierbei wirklich um einen soliden Lautsprecher handelt. Auf der Unterseite sind weiterhin vier Gummifüße befestigt, damit der Lautsprecher einen sicheren Stand hat, rutschfest steht und natürlich so wenig wie möglich Vibration weiterleitet. Zudem befindet sich dort auch der Stromanschluss für den Play One, der einfach über ein mitgeliefertes Kabel verbunden wird. Hierbei finde ich die Idee, wie Sonos das Kabel bzw. den Stecker in das Gerät integriert hat, sehr innovativ und praktisch, da somit das Kabel weder gebogen noch sonst in irgendeiner Weise geknickt werden muss. Bei den physikalischen Anschlüssen setzt Sonos weiterhin auf das Motto weniger ist mehr, denn auf der Rückseite findet man lediglich einen Ethernet-Anschluss, damit ihr den Play One zum Beispiel direkt mit eurem Router verbinden könnt und zum anderen ein Viertel Zoll Gewinde, um ihn auf einem Stativ oder Wandhalterung montieren zu können. Zur Steuerung des Geräts befinden sich daher auf der Oberseite eine leiser lauter Wippe und ein Knopf für Play und Pause, welche meiner Meinung nach einen relativ guten Druckpunkt besitzen. Dazwischen befindet sich die Status-LED, welche stets immer über die derzeitige Funktion Bescheid gibt. Die Hauptsteuerungsfunktion des Sonos-Systems liegt hierbei jedoch bei dem Handy, Tablet, Laptop oder Computer. Denn nachdem der Play One mit der Bridge über das Internet verbunden ist, bilden diese quasi ihr eigenes Netzwerk, wozu stets weitere Sonos-Modelle hinzugefügt werden können. Über euer Smartphone zum Beispiel könnt ihr dann ganz einfach mit der Sonos-App Gruppen erstellen oder auch einzelne Räume ansteuern, um in jedem Raum andere Musik abzuspielen. Hierbei liefert Sonos unzählige Musikdienste wie Spotify, Apple Music, Deezer, Soundcloud und. Natürlich ist es auch möglich, auf eure eigene Musik zuzugreifen anhand eurer Bibliothek. Das Wichtigste hierbei überhaupt ist natürlich der Sound, welcher mich definitiv überzeugen konnte, da der Play One ordentlichen und zugleich ausgewogenen Klang liefert. Die Höhen sind sauber und die Bässe für den kleinen Lautsprecher überzeugen stark und wuchtig, wobei diese jedoch nicht zu dominant wirken. Aber hört einfach mal selbst. Oh,
Letzten Endes würde ich sagen, dass der Play One definitiv ein sehr schöner und edler Lautsprecher ist, der sowohl in puncto Aussehen, aber auch durch den Klang eine super Figur macht. Die Software ist einfach zu bedienen und durch seine kompakte Größe findet er auch in der kleinsten Ecke seinen Platz. So, das war's dann auch schon wieder mit diesem Review. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Zudem findest du wie immer unten in der Videobeschreibung meine Amazon Affiliate Links und damit den aktuellsten Preis und täglich neue Angebote, also einfach mal reinschauen. Und ansonsten Fragen und Anregungen in die Kommentare. Bis dahin, ciao.